Und das vorerst letzte gemeldete Redner ist Christoph Matznetter von der SPÖ. Danke. Herr Präsident, meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Rudolf Goldscheid, das war der Doktorvater des gewissen Peter Schumpeter. Dieser Goldscheid hat schon vor 100 Jahren im Rahmen seiner Finanzsoziologie erkannt, dass das Budget die jeder verbrämenden Ideologie befreite nackte Skelett der Politik ist. Jetzt konnten Sie 3 Tage eine Debatte verfolgen. Gefühlte wie viel Sepp Schellon 150.000 Danke von ÖVP-Abgeordneten und heute noch das Geständnis jetzt in dieser Diskussion. Ein echtes Geständnis, abgeliefert vom Abgeordneten Karl-Heinz Kopf und nochmal vom Abgeordneten Hanger. Es würde gar nichts bringen, wenn wir neu behandeln im Budgetausschuss, wenn wir es im Dezember beschließen. Wir wissen es heute nicht. Und wir würden es im Dezember nicht wissen und wir würden es nächstes Jahr auch nicht wissen. Also mehr Geständnis für die Performance und die Fähigkeiten dieser Bundesregierung und die Regierungsfraktionen, mehr Geständnis kann man gar nicht erwarten. Meine Damen und Herren, es ist bald 3 Wochen her, dass hier beim Hearing auch der Professor Badelt, Kocher vom IAS, uns jetzt schon gesagt haben, dass sie ein Extremszenario haben, wo wir gegen 9% heuer schrumpfen würden und nächstes Jahr deutlich das Wachstum zurückfällt. Schon das hätten sie anpassen müssen. Konnten sie aber nicht, weil sie können es nicht. Feststellung dazu, sie beschließen heute mit Regierungsmehrheit ein Budget, das Ausdruck ist der einbekannten Unfähigkeit, ein solches vorzulegen, das auch passt. Nehmen wir zur Kenntnis, kein Wunder, dass die 4 kritischen Fragen von Jan Greiner bis zum Ende dieser Debatte nicht beantwortet wurden, weil sie nicht beantwortet werden können wahrscheinlich. Und die Spitäler haben weiterhin zu wenig Geld, so viel zur Haltbarkeit ihres Voranschlags. Danke. Applaus